Die fünf größten Anfängerfehler im T-Shirt-Business. Nun, ich befinde mich gerade auf meiner Dachterrasse und will gleich ins Wochenende starten und nehme euch da vorher nochmal schnell ein Video auf. Und zwar über die fünf größten Fehler im T-Shirt-Business, was ihr falsch machen könnt. Das allererste wäre halt aufgeben, zu früh. Dass ihr, sage ich mal, ihr ladet ein paar Designs hoch und wartet dann ein, zwei Wochen und gebt halt wirklich zu früh auf. Manchmal, Plattformen haben eine längere Anlaufzeit. Es kann halt sein, dass ihr bei Spreadshirt hochladet und dann dauert das halt zum Teil 2 bis 3 Monate, bis manche Sachen richtig anlaufen. Und je nachdem, ihr wisst nicht, was wann passiert, kann es sein, dass ihr dann halt eine andere Platzierung habt und dementsprechend längerfristig sogar mehr verkauft, als ihr je gedacht hättet. Deswegen wartet immer erst ab und wirklich seht das Ganze als ein Langzeitprojekt, was halt wirklich dauern kann. Also bei manchen Anbietern sind das halt 2 Monate, bei manchen sind es nur 2 Wochen, bei anderen kann es auch wirklich sein, dass sich nach 4 Monaten erst irgendwas verkauft und dann auf einmal zum Topseller wird. Also man weiß es nie richtig, wann die Sache durchstarten wird. Der nächste Punkt ist, dass ihr nicht unterschiedliche Nischen testet. Ihr fangt an mit irgendeinem Designthema, ihr fangt jetzt an mit Inline-Skating oder ihr fangt an mit Skateboardfahrern oder was auch immer, Hundenische, und merkt halt, okay, da verkauft ihr nichts. Dann testet ihr, sage ich jetzt mal, noch so 2, 3 andere Nischen und hört dann sofort auf. Das ist halt auch wieder so eine Sache von dem zu früh aufgeben, dass ihr da halt wirklich ziemlich... Ja, sag ich mal, das ist halt mit einer der größten Fehler, dass ihr wirklich nicht richtig weißt, was verkauft sich gut, was nicht. Weil zum Teil ist es wirklich so, dass manche Nischen, da könnt ihr halt hochladen, fast schon was ihr wollt, da verkauft sich jedes fünfte Design. Und bei dem anderen ist es halt so, da geht dann halt wirklich gar nichts. Da könnt ihr so gut sein wie noch. Ein Beispiel dazu wäre zum Beispiel die Tattoo-Nische. Tattoo-Nische ist, die Leute haben sich halt auseinandergesetzt, dementsprechend mit Zeichnungen, mit Kunst und sowas. Und wenn ihr da halt, sag ich mal, ganz einfache Spruchdesigns macht, ist es wirklich hart. Also ich habe das auch mit Gesprächen, sage ich jetzt mal, von anderen T-Shirt-Profis mitgekriegt, dass die halt wirklich auch sagen, Tattoo-Nische ist sehr, sehr hart. Es geht, also ich habe jetzt zum Teil auch schon ein paar Designs und die haben sich auch schon verkauft, aber es ist nicht so, dass ihr die wirklich auf einer konstanten Basis, sage ich mal, so immer wieder verkauft. Das nächste ist halt Designs selber machen, das wäre Punkt 3. Dass ihr wirklich auch mal eure Designs selber erstellt und nicht gleich anfangt, irgendwelche Sachen outzusourcen. Weil ihr müsst ja wissen, wenn ihr später halt outsourcet, was die Sachen wert sind. Und halt, um mal diesen Arbeitsaufwand zu sehen und selber halt Fähigkeiten zu haben, die ihr eigentlich braucht, um das ganze Business zu betreiben, können nie schaden. Also dann seid ihr zum einen unabhängig halt und zum nächsten, ihr wisst halt, dass die Leute euch nicht bescheißen. Also Spruchdesigns kann man in 4 bis 5 Minuten erstellen und dazu braucht man keine 15 Euro zahlen, das wäre Wahnsinn. Und dementsprechend macht die Sachen selber. Punkt Nummer 4 ist, wenn die Sachen nicht laufen, neigen viele dazu, Lizenzen zu kaufen, um halt Bilder zu haben, die ja einen größeren Anspruch zu haben, besseres Level, dass ihr halt denkt, okay, wenn die Sachen besser aussehen, verkaufe ich die auch mehr. Das ist Quatsch, weil ein Spruch wie I love Mondays oder I hate Mondays verkauft sich genauso wie ein Mega-Design, wo ihr halt 4 Tage am Zeichnen wart. Lizenzkosten sind sowieso viel zu teuer, die immer lassen, deswegen meistens selber machen. Das nächste ist der Fehler von Automatismus bei der Tag-Wahl. Dass ihr bei den Tags immer die gleichen Tags benutzt. Dass ihr sagt, okay, ich bin jetzt in der Hundenische und benutze jetzt immer Hund, Hündchen und was auch immer. Und benutzt halt immer dieselben Tags dafür. Ihr müsst ausprobieren, verschieden mischen, was halt gut läuft. Ich habe jetzt auch noch ein Video, was ich weiß noch nicht, wann ich es reinstelle, über die Tags, wie man die setzt. Da gibt es halt verschiedene Arten. Es gibt 4 Möglichkeiten, Tags zu setzen. Und also für organische Sales. Und ja, dass ihr da halt wirklich erstmal ein Gefühl dafür kriegt, was halt gut ist. Viel ist nicht halt immer gut. Also meistens ist es halt besser, dass ihr so um die 9 bis 12 Tags halt benutzt, statt halt die ganzen 25 bei Spreadshirt oder bei Shirty. Der kann, glaube ich, nur bis, weiß ich jetzt gar nicht, bis 16 oder irgendwie sowas. Also auf jeden Fall nicht die ganzen Tags benutzen, sondern wirklich immer so im Schnitt die Hälfte, kann man sagen, als Tipp. Ja, das war es zu mir von den 5 besten Tipps für Anfänger. Ich hoffe, das hat euch ein bisschen geholfen und mal gucken, wie dann bei euch die Verkäufe sind.